Willkommen zurück bei Pokémon Blau Nuzlocke. Ja, im letzten Part, ich bin immer noch alleine, habe ich ja viel Mist erzählt. Also, ich meine, ich erzähle immer viel Mist. Ich versuche aber immer viel Mist zu erzählen, weil die Leute mögen das. Ihr mögt das vielleicht auch, wenn ich, nicht schlimm. Ja, ich habe Spike nicht geheilt. Gut, ich gehe erst noch ins Pokémon Center, Entschuldigung. Ja, das mache ich alles onscreen. Ich muss Spike auch trainieren, das könnte ich doch jetzt machen. Ich kann doch jetzt Spike trainieren. Keine Sorge, ich gehe erst noch durch den Diktatunnel, dann trainiere ich Spike. Ich habe keine Lust, dass mir Spike jetzt stirbt. Spike ist auch ein liebenswertes Pokémon, findet ihr nicht? Also, ich weiß nicht. Ich mag das. Ach Quatsch, ich wollte hier mein Fahrrad. Sag mal, heute bin ich echt ein bisschen neben der Spur. Es ist auch wieder wärmer geworden, habe ich das Gefühl. Ich sitze hier drin und mir ist warm. Und ich mag warm nicht. Ja, ich weiß, jetzt werden sich schon wieder die meisten sagen, der spinnt doch. Ja, und? Sage ich ganz offen, ich spinne, ja? Aber sonst wäre es ja langweilig. So, ich muss ja hier durch den Tunnel wieder. Ich habe ein paar Schilder zum Vorlesen noch. Habe ich mir eigentlich einen Timer gestellt, sagt mal. Der Part heute wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer, damit wir das Ganze alleine ein bisschen hinter uns bringen. Ich rede zwar gerne, aber ich weiß gar nicht, was ich euch erzählen soll. Ich habe gerade überhaupt keine Themen. Ja. Habt ihr Themen? Also, ich meine, ihr könnt mir ja immer was schreiben. Ich schreibe auch gerne mit euch. Es kontaktiert mich bloß keiner. Keine Ahnung warum. Das ist wirklich so psychopathisch. Nein. Ich bin ganz, ganz lieb. Außer zu Zero. Wenn der mich hier versetzt. Also, wenn er das nochmal macht, dann gute Nacht. Also, dann Gnade ihm. Das Spaghetti-Monster. Ich hab hier echt... Ich krieg hier noch einen Koller. Und vor allen Dingen, ich hasse Höhen. Geht es noch jemandem so? Vor allen Dingen, ich bräuchte ja Blitz eigentlich gar nicht. Ich kann das ja gerade mal erzählen. Hier cheat ich nicht. Aber ich hatte damals in... Als ich Pokémon Blau privat noch ein zweites Mal durchge... Naja, was heißt zweites Mal? Ein öfteres Mal. Ich möchte die Zahl gar nicht. Die kenne ich gar nicht. Die möchte ich auch gar nicht wissen. Nee. Als ich Rot zum ersten Mal, ich habe ja immer Blau durchgespielt, das hier auch, ist ja auch Blau, als ich Rot damals durchgespielt habe auf dem Emulator und ich hatte keine Lust, mir Blitz zu holen, habe ich nämlich ein bisschen geschummelt. Bei der blauen Edition geht das noch, indem man nämlich beim Emulator das Farbschema ändert, da habe ich irgendwie die Trainer rot gemacht und die Wände lila und so hatte ich dann komplett alles im Blickfeld und wusste genau, wo ich lang gehen muss. Das war ideal. Man muss bloß die Helligkeit so ein bisschen umstellen. Im späteren geht es nicht, weil da hat man ja bloß so einen Ausschnitt, den man sieht und der Rest ist wirklich komplett schwarz unterlegt, was überhaupt nicht der Wahrnehmung entspricht. Natürlich kann man so schlechter schummeln. Stimmt schon. Aber habt ihr das schon mal versucht? Wenn ihr in eine Höhle reingeht und es ist dunkel, habt ihr dann auch so einen hell erleuchteten Punkt um euch rum und den Rest könnt ihr überhaupt nicht sehen? Nee, ihr seht so ein gedimmtes. Es ist einfach so. Und ich mag Pokémon auch. Habt ihr das übrigens gehört? Habe ich das nicht? Nee, Zero hat es, glaube ich, im letzten Part erzählt, also im vorletzten Part erzählt gehabt. Es gibt jetzt, es soll eine Neuauflage von Rubin und Saphir kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt es nicht ganz so, weil Rubin und Saphir waren jetzt nicht meine Lieblingseditionen. Muss zugeben, ich weiß, manche mögen sie sehr, andere mögen sie weniger. Zum Beispiel ich. Aber ich werde es mir trotzdem kaufen, weil... Entschuldigung, ich bin gegen das Mikro. Ich finde die Idee einfach gut und ich mag Remakes. Vor allen Dingen, wenn sie gut gemacht sind. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht mochte, war von meinem Lieblingsspiel Mario 64. Im Felstunnel ist es stockdunkel und furchtbar gruselig. Wenn nur ein Pokémon mit einem Blitz für Licht sorgen könnte. Deckdas Höhle. Ja, und da oben ist nichts, hatte ich letztes Mal schon geguckt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei Mario 64 das Remake für den DS war furchtbar. Auch wenn ein Pokémon ausscheidet, kann es weiter Spezialtechniken, wie zum Beispiel Zerschneider, anwenden. Ja, geht nicht. Bei uns kommt es nämlich direkt auf die Bank. Ich suche nach Slimog. Tauschst du es gegen Dratini? Nein, bevor ich mich jetzt noch verdrücke. Uiui, wenn das so ist, nein. Entschuldigung, dass ich erst vorlese, nachdem ich schon weggelaufen bin. ich tausche hier unser Dexter nicht gegen ein Dratini. Ich meine, Dragoran ist mein Lieblings-Pokémon. Also eins meiner Lieblings-Pokémon.
Ich hätte es wirklich furchtbar gerne, aber ich möchte mich von Dexter nur ungern trennen. Sobald eines deiner Pokémon Blitz erlernt hat, kannst du dich den in den Felstunnel wagen. Ich rede schon wieder. Hallo, erinnerst du dich an? Erinnerst du dich? Ich bin Professor Eisgehilfe. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. VM05. Also Bolzer, hast du 10 unterschiedliche Pokémon gefangen? Super, du hast 10 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Hier, das hast du dir redlich verdient. Bolzer hält VM05. Mit der VM-Blitz kann man selbst die dunkelsten Höhlen erhellen. Das werde ich dann auch tun. Der Felstunnel ist nämlich wirklich Zabeduster. Duster. Muscher. Hier, für Schwäbisch muss man ja nuscheln. Sprudel, das finde ich immer so furchtbar. Stell dir mal vor, ihr findet so eine Dose am Wegesrand mit Fanta oder irgendwas drin. Nehmt die mit und trinkt diese. Also ich stelle mir das ekelhaft vor. Ich weiß, wenn noch zu ist, kann ja eigentlich nicht viel sein, aber yeah. So eine Dose, die da am Wegesrand rumsteht, würde ich nicht mitnehmen. Ganz ehrlich, nein. Nie. Never ever. Ich weiß, sowas sagt man nicht, weil das klingt scheiße. Das ist genauso. Lollig. Wer von euch sagt lollig? Alle, die das regelmäßig sagen, dürfen sich jetzt mal ohrfeigen. Das ist kein Wort und das ist einfach bloß dumm. Weil LOL ist ja schon eine Abkürzung für einen Anglizismus, also live out loud. Wofür es auch XD gibt, was ich viel besser finde. Ja. Ich erfinde auch neue Wörter. Nein, ich erfinde neue Wörter. Nein, und dann auch noch ein Ick dran zu hängen, um es als Adjektiv zu machen. Nee, Leute, also sowas könnt ihr nicht bringen, das ist furchtbar. Das klingt doof, das ist doof und das machen generell meistens auch nur doofe Leute. Und deswegen, ich bitte euch, wenn ihr das bis jetzt benutzt habt und ihr seid nicht doof, dann lasst das doch bitte und schreibt das vor allen Dingen nicht in die Kommentare. Also wenn ihr es, ihr dürft in die Kommentare schreiben, dass ihr es benutzt, aber bitte schreibt das Wort nicht in die Kommentare, weil das mag ich nicht. Ich mag dieses Wort wirklich nicht. Ich finde es total doof. Ja, ich finde es total lollig. Ja, und ich finde es total lollig, dich zu bannen. Man kann sich jetzt mal so ein bisschen aufregen heute. Heute ist Aufregtag. Ich kann schon wieder nicht mehr reden, Leute. Das ist furchtbar. Heute ist ja auch so viel passiert. Info hatte ich nur. Ich bin mal gespannt. Morgen, Pasch. Ich hatte ihn dabei. Der war nämlich mein Gast für heute. Ich habe was vergessen. Und ja. Erstmal bei den Items. Fahrrad. So. Ich finde es blöd, dass man hier immer noch ins Inventar gehen, also in die Pokémon-Liste gehen muss, um das Zeug zu zerschneiden. Ja, ich habe nicht vergessen, hier oben links rechts hinzugehen. Der nimmt mich morgen mit von der Schule. Das finde ich sehr, sehr toll von ihm. Weil ich habe da auch keine Lust drauf. Weil jetzt ist... Schule ist so ein bisschen irrelevant geworden und man geht nur noch zum Nötigsten und hat auch keine Lust mehr. Vor allen Dingen Mottowoche, das haben sie bei uns hier jetzt eingeführt. Unser besonderer Stolz sind 2 Fossilien von äußerst seltenen prähistorischen Pokémon. Das ist schön. Psst. Ich glaube, in diesem Stück Bernstein ist ein Pokémon-DNA enthalten. Ich kann nicht mehr reden. Es wäre grandios, wenn man daraus ein Pokémon wieder auferstehen lassen könnte. Doch meine Kollegen nehmen mich nicht ernst. Könntest du das für mich erledigen? Lass das im Pokémon-Labor untersuchen. Bolz erhält einen Altbernstein. Du hast hinter dem Tresen nichts zu suchen. Naja, egal. Weißt du was? Weißt du, was Bernstein ist? Ja. Es soll ein Labor geben, indem man versucht, aus altem Bernstein Urzeit-Pokémon wieder auferstehen zu lassen. Ja, ich weiß auch schon, wo es ist, aber ich verrate euch nicht. Ich bin heute mal gemein. Ja. Ich bin vergesslich und gemein. Leute, ach, ich bin doof. Vor allen Dingen, bevor mir der Speicher abstürzt, speichere ich jetzt mal. So, damit ich keinen Fehler mache. Ihr wollt nicht, dass ich Fehler mache. Da muss ich nämlich wieder nachspielen und es ist dann immer so doof. Findet ihr es eigentlich... Ich weiß gar nicht.
Macht ihr auch Let's Plays? Also ein Teil weiß ich, dass ein paar meiner Zuschauer auch Let's Plays machen. Wenn ihr wollt, schreibt mich doch mal an. Vielleicht lässt sich da ja mal ein Together rausmachen. Und wenn es nur bei einem Sonntagsprojekt ist. Übrigens, meine Thumbnail-Macherin Misu, also Katsu, möchte auch mal bei einem Sonntagsprojekt mitmachen. Beziehungsweise ich bringe sie dazu, dass sie mitmachen möchte. Und ich freue mich sehr darauf. Also ich werde mal gucken, was ich da für uns organisieren kann. Habt ihr vielleicht einen Vorschlag? Ich habe ja noch ein bisschen was, aber das ist mehr für exzessive Multiplayer gedacht. Also viele, viele, viele Multiplayer. Also 4 Spieler meistens. Und mal gucken. Aber wenn ich jetzt... Klickt meine Videos oft an, guckt sie bis zum Ende, lasst sie auch durchlaufen, damit ich eine gute Userbindung kriege. Und schreibt mir Kommentare, Daumen hoch, Daumen runter. Ich weiß, das ist nochmal Abmoderation, aber ich habe gerade nichts Besseres zu erzählen. Ja, und dann kaufe ich mir schöne Spiele davon und dann macht Miso mit, dann macht Zero vielleicht mal wieder mit. Dann ist Dexter Level 26 und ich kann hier echt keinen Schritt machen. Ich bin ja froh, dass Dragoran nicht auftaucht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn das Vieh sich jetzt hochjagt und Dexter hat nur noch die Hälfte vom Leben, dann war's das für ihn. Und dann muss ich Dexter begraben. Darf ich eigentlich tote Pokémon noch austauschen? Also dem so eine Leiche? Nee, das ist ja unfair. Ich gebe jetzt so eine Leiche. Aber falls ich nochmal ein Pokémon wie Dexter, also so ein Slimog irgendwo finde, dann werde ich das, und ich das fangen darf, dann fange ich das und tausche es gegen das Dratini aus, weil ich mag Dratini. Und, achso, er hat verfehlt, das ist gut. Dann hau mal zu, Dexter. Vor allen Dingen, das Ding benutzt Wickel, das heißt, das Vieh kann sich ja nicht. Das heißt, es umarmt Dexter. Und im Pokédex-Eintrag von unserem gefrorenen Schlamm stand drin, dass es giftig ist. Und da ist für mich so die Frage, wenn das Vieh so giftig ist, dass selbst seine Fußspuren, wo ich mich immer noch frage, wo es Füße hat, so giftig sind, wie macht das Vieh, wieso umarmt es uns? Ist das so knuddelbedürftig? Also ich meine, ich habe auch so Tage, wo ich mir denke, einfach mal jemanden umarmen. Mache ich aber nicht. Vor allen Dingen nicht giftige. Und habe ich mit dir geredet? Das ist cool. Dicta hat einen Tunnel gegraben. Er führt direkt nach Vertania City. Ja, ne, eigentlich führt er direkt nach Marmoria City. Und Vertania. Beides. Respekt. Mitleiter. Das ist ein gutes Dicta gewesen. So. Ich heile uns jetzt erst noch einmal und dann gehen wir direkt zum Felstunnel, würde ich sagen. Obwohl, nee, ich trainiere. Die Folge trainiere ich noch Blitzer. Also, Spike. Spike ist ein männlicher Name. Leute, ich habe so viel Mist heute erzählt, aber ich habe nichts wirklich Sinnvolles zu sagen. Habt ihr vielleicht was Sinnvolles zu sagen? Spike? Was war Spike eigentlich für? Typ normal. Ach so. Seine Attacken werden wir gleich sehen. Warum mache ich das? Ja, Leute, ich find's ein bisschen doof. Es haben jetzt ein paar Leute schon Kommentare gepostet, aber es postet immer noch relativ wenig. Also, kaum einer. Amoroso, das Pokémon, das Zero am meisten liebt, läuft mir jetzt hier über den Weg. Gut, Spike, dann zeig doch mal deine Hydro-Pumpe. Das ist das erste Mal, dass ihr ein Elektro-Pokémon Hydro-Pumpe einsetzen seht, oder? Aber es funktioniert. Spike, du bist klasse, hoffe ich. Ja, ich werde das jetzt mal hier ein bisschen ausloten und trainieren. Und mir juckt das Ohr und da liegt mein Kopfhörer drauf und dann hört ihr wieder so ein Rauschen und das möchte ich nicht. Also ich meine, ihr habt das eh schon einmal gehört, weil ich einmal gegen den Kopfhörer gekommen bin. Aber gut. So, wir sammeln mal Energie für den Klingensturm. Hä, das auch? Bin dran. Ja, ja! Beide Klingensturm und ich treffe nicht. Und ihr habt eben Skype gehört. Tut mir leid, ich hab's vergessen zu muten. Ich sehe gerade, wie wenig HP Spike hat. Also im Vergleich zu den anderen. Aber gut, es ist ja auch 10 Level drunter. Wir sind ja auch gnadenlos überlevelt. Und Hydro-Pumpe zieht. Zieht gut. Level ich jetzt noch oder level ich jetzt nicht und versuche Spike dann irgendwie hinterher zu schleifen? Ich müsste dich trainieren, aber ich habe halt Angst um Spike, weil es ist jetzt unser 6. Pokémon. Damit ist das Team komplett. Alles Weitere kommt vorübergehend in die Box. Vorübergehend. Ich darf es ja wieder rausholen. Ich darf tauschen, aber ich versuche es erst rauszuholen, wenn eins unserer Pokémon
Gott bewahre, stirbt. Ich möchte es eigentlich nicht, weil unser Team, das ist doch Gold wert hier. Bock, unser Starter-Pokémon. Muddy, unser Killer. Dexter, unser Zerschneider. Ich benenne das jetzt einfach mal so. Wen haben wir denn sonst noch? Walter, das Walter-Pokémon. Wen habe ich vergessen? Frank. Der beste Einkauf meines Lebens. Und Spike. Und Spike, ich glaube, Spike ist jetzt noch vielleicht nicht so stark, aber ich glaube, Spike wird sich ordentlich mausern. Und ich höre gerade, bei mir geht das Schloss in der Wohnung. Das bedeutet, es wird wahrscheinlich gleich Essen geben bei uns. Mein Stiefvater hat nämlich Essen geholt. Das ist das Einzige, was er Positives macht. Und das bedeutet, ich muss die Aufnahme bald beenden, aber wir sind ja eh bald mit den 15 Minuten durch. Ich nehme jetzt auch nur 15 Minuten auf. Es gibt ja noch heute eine Folge Spelunky, also falls ihr die noch nicht gesehen habt, guckt sie. Falls ihr sie schon gesehen habt, dann wartet bis morgen, dann kommt noch was. Also dann kommt Spelunky und Pokémon. Hoffe ich. Nee, morgen gar nicht. Morgen kommt ja gar kein Pokémon. Ha. Morgen ist ja Samstag. Ist morgen wirklich erst Samstag? Moment. Tatsächlich, morgen ist es Samstag. Okay, dann kommt morgen nochmal Pokémon und dann muss ich tatsächlich nochmal was aufnehmen. Und warum wirkt das nicht? Dann tausche ich es halt aus. Dann macht's halt Muddy. Muddy verprügelt das Knogger. Das heißt doch eh, dass Knogger die Maske von... Also den Schädel eines... wie heißt das Vieh? Kangama trägt. Vieh. Nein, Muddy ist kein Vieh. Muddy ist toll. Und Muddy ist stark. Direkt ist gestärkt durch den Muddy-Tag. Ja, das heißt Muddy-Tag, das heißt nicht Muttertag, das heißt Muddy-Tag. Muddy, sag mal, man darf dich echt nicht loben, ne? Dann machst du hier schon wieder schlapp, so. Oh, Knogger mal auf den Knochen. Nicht sehr effektiv, von wegen. Spike erreicht Level 17. Gut, sogar von den Leveln her und allem sind wir jetzt wirklich auf exakt demselben Stand. Ich pack's nicht. Wir haben jetzt wirklich exakt den Stand, den wir das letzte Mal nach den beiden Videos hatten. Und das freut mich so ein bisschen. Und dann freue ich mich auf euch, auf eure Kommentare. Daumen hoch, Daumen runter, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Lasst mir einen Kommentar da und schreibt mich an, wenn ihr irgendwas zu sagen habt. Und falls ihr eine Geschichte wegen der Aktion vom 15-Abonnenten-Special habt, die wir vorlesen sollen, schreibt uns. Ihr könnt mich ja erreichen, ihr könnt Zero erreichen im Notfall. Und tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.